Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Asterix und Obelix XXL. Und wir sind ja, haben ja Gallien fertig und fangen jetzt mit der Normandie an. Juhu, ich freue mich. Wir haben einen Schalter gefunden. Und da vorne, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber da stand der Spion schon wieder. So, einmal hier rum. Ich weiß irgendwie gerade nicht, was ich erzählen soll. Naja, wir reden jetzt erstmal mit dem Männekicken hier. Mit dem Geheimagenten Roms, dem Ex-Geheimagenten Roms. Brrr, ziemlich kalt hier. Diese Kabelplattform funktioniert nicht automatisch. Jemand muss sie ziehen, damit sie sich bewegt. Asterix muss sich auf die Plattform stellen und Obelix darunter. Du musst auf die Aktionstaste drücken, damit Obelix das Seil unter der Maschine ergreift. Okay. Wenn Obelix die Plattform ziehen und sich gleichzeitig bewegen soll, musst du die Aktionstaste gedrückt halten. Hier sind vor nicht allzu langer Zeit gallische Gefangene an Land gebracht worden. Schneller! Ihr müsst sie einholen! Ja, wir geben unser Bestes. Harry! Harry! Was schmuckst du auf, Digga? Hä? Ihr werdet nicht mehr lange leben. Ah, mag diese Kämpfe. Na, Digga. So, holen wir uns erstmal einen. Ach. Ach. So, muss ich erstmal wieder in die Strömung reinkommen. So, du wärst auch schon mal weg. Kombo können wir natürlich noch nicht durchführen. Wieder einiges zu zerstören. Und damit meine ich nicht nur die Römer. Nicht nur die Römer. So, und wir lernen gleich mal einen neuen kennen. Und zwar Bogenschütze. Der keine Münzen droppt, aber dafür ein Wildschweinfleisch und das stellt Lebensenergie wieder her, wie wir ja schon wissen. Und das ist sehr gut. Und cool, auf alle Fälle. So, das auch neu hier. Wir haben es ja in Schildkrötenform schon gesehen, jetzt in Kreisform, wo man reinspringen kann. Und dann ist es gar nicht schwer. Das Mal 3 hat uns jetzt hier sehr viel gebracht. So, und wir... Mal, ach komm, die hatte ich doch die mal 10. Was bist du denn für einer? So. Sind wir mal wieder Obelix. Naja, was heißt wieder? Und das hat jetzt hier ordentlich Kohle gegeben. Na los. Und die Musik ist extrem cool. Oh, die Helme sind schon weg. Toll. So, Edefixchen, hä? Hallo? Okay, bräuchte ich eigentlich jetzt nicht mitnehmen. War unnötig. Hab ja noch Nahrung, Nahrung voll. Lebensenergie voll. So. Dann gehen wir mal weiter. Und haben... die nächsten Römer. Oh,
So, geht weg. So, öffnen wir erstmal das Tor, das wäre erledigt. Und mal 3. Und dann ganz schnell die Schalter aktivieren. Und das gibt auch wieder ordentlich Kohle. Und wir haben fast 10.000 Münzen. 9.796, um genau zu sein. Und wir machen mal ganz schnell weiter. Indem wir, ja, das total gut machen. So. Auf alle Fälle auch eine sehr coole Idee, das so zu machen. Wir müssen aber doch nochmal runter. Hier ist ja noch einer. So, das Geräusch hat uns gesagt, dass wir alle betätigt haben. Und wir kriegen die 2. von 11 Lorbeeren. Einen haben wir schon angesammelt. Also hier sind es dann mehr. Hier ist wieder ein Markt. Hier sind es dann mehr als, deutlich mehr Lorbeeren als in Gallien. Aber dafür ist die Welt auch deutlich länger. So. Was ein bisschen doof am Spiel ist, dass man so nicht speichern kann, sondern immer so einen Droiden haben muss. Das ist ein bisschen doof. Sei vorsichtig. Ja? Diese große Plattform voller Römer ist ein Aufzug. Stell dich drauf und entledige dich der Römer, damit sie sich nach oben bewegt. Naja, kurz und knackig immerhin die Information. Alter. Boah, ich dachte, ich falle da jetzt runter und sterbe. Das wäre übelst cool, wenn ich kein einziges Mal in dem Let's Play hier sterben würde. Das wäre schon lustig. So, wir nehmen die Fackel und gehen auf den Relay-Punkt da. Ja, das dachten wir. So, unten wird angezeigt, wie lange die Fackel noch hält. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, als wir schon mal die Fackel hatten. Ach gut, da wären jetzt noch 2 Helme, aber ganz ehrlich. So, und wir entzünden jetzt erstmal... Wow, hier wieder ein Feuerchen, da können wir dann immer wieder anzünden. So. Dann entzünden wir es nochmal kurz neu. Und irgendwo ist hier noch ein Römer, wie man hört. Oh, hier sind einige gestorben! Und unsere Fackel gibt gleich den Geist auf. Schnell anzünden und weg. Au. TNT. So, wir gehen hoch. Jetzt kann nämlich Obelix hier auch durch. Ich finde die Musik so hammergeil. Da lässt man sich richtig von mitziehen von dieser Musik. Das, weil die so cool ist. So, Fackel ist aus, aber das ist... Ach, toll. Eh nicht schlimm. Die hält mir gleich in der Hand einfach. Na, bleib hier. So, aber das ist ganz gut, denn hier haben wir jetzt einen Speicherpunkt. Und dann sage ich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Gamer. Wir speichern mal auf beiden Speicherständen durch. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal. Zurück zu Let's Play Asterix und Obelix XXL. Ich freue mich drauf. Und sag an dieser Stelle auf Wiedersehen. Bye, bye.